Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur ZPO1 Erkenntnisverfahren-Reihe. Wir machen heute weiter mit den Beweismitteln des ZPO, wie ich bereits in der letzten Folge angekündigt habe. Und ja, viele von euch werden auch schon über die Beweismittel hier ja, im Rahmen des Saarputz-Satzes bzw. des Saarputz-Wortes Bescheid wissen. Zunächst einmal allerdings die Frage, was überhaupt ein Beweis ist. Ein Beweis ist ein Nachweis dafür, dass etwas so ist, wie es behauptet oder vermutet wurde. Also es geht quasi beim Beweis darum, Tatsachen festzustellen. Das ist quasi so der Grundbegriff des Beweises. Und wie ich bereits gesagt habe, haben wir hier dieses Merkwort Saarputz. Also Saarputz umfasst alle 5 Anfangsbuchstaben der zugelassenen Beweismittel bzw. der zugelassenen Beweisquellen. Und im Einzelnen sind das der Sachverständige, der Augenschein, die Parteivernehmung, Urkunden und auch Zeugen. Ihr müsst euch jetzt nicht hier diese ganzen Normen da unten durchlesen. Es macht allerdings Sinn, sich vielleicht zumindest die Anfangsnorm eines jeden Beweismittels einmal anzuschauen, sprich Paragraph 402, 371, 445, 415 und 373 ZPO, damit man so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt, was das eigentlich alles für Beweisquellen sind. Im Grunde ist es so, dass alle 5 Wörter uns schon auch was sagen werden. Also die meisten von uns werden wissen, was die Parteivernehmung ist oder was Zeugen sind als Beispiel. Beim Augenschein ist es vielleicht was anderes. Deswegen nochmal hier 5 Beispiele, damit ihr auch genau wisst, was unter diesen Beweisquellen zu verstehen ist. Für den Sachverständigen, um einen Rechtsstreit zwischen A und B klären zu können, wird der Sachverständige S während der mündlichen Verhandlung geladen, um ein erstelltes Gutachten über den Bau eines Hauses zu präsentieren. Ja, Sachverständige sollen eben gerade in Bereichen, welche komplizierter sind und wo eben ein Sachverständigenwissen benötigt wird, sollen dort eben mit in den Prozess hineingezogen werden, um bestimmte Tatsachen dann eben zu beweisen. Hier in unserem Beispielfall war das eben ein Gutachten über den Bau eines Hauses, also vielleicht ein Architekt oder sowas, der dann irgendwie in diesem Fall irgendwas beweisen musste. Dann haben wir den Augenschein. Als Beispiel, das Gericht präsentiert in der Verhandlung eine Straßenaufzeichnung einer Supermarktkamera, also einer Überwachungskamera, um nachzuweisen, ob C oder D die Vorfahrt missachtet hat. Sprich, wir haben hier einen Fall, in dem es höchstwahrscheinlich um Schadensersatz bezüglich eines Autounfalls geht und das Gericht präsentiert dann hier eben die Aufzeichnung einer Straßenverkehrskamera, also sprich einer Überwachungskamera eines Supermarktes, um eben feststellen zu können, was ist dort eigentlich passiert. Also wer hat hier quasi die Schuld für den Unfall zu tragen. Also Augenschein umfasst hier insbesondere Videoaufzeichnungen, aber auch zum Beispiel Tonbandaufzeichnungen. Also auch Tonbandaufzeichnungen gelten als in Augenschein genommen. Das nur mal so am Rande. Dann gibt es die Parteivernehmung. Das ist eigentlich so, ja, ich sag mal, das schwächste Beweismittel, sprich, wenn die Parteien des Prozesses eigenständig befragt werden innerhalb der mündlichen Verhandlung. Als Beispiel, E möchte Schadensersatz in Höhe von 4.000 Euro von F haben. Hierfür werden beide Parteien während der mündlichen Verhandlung vernommen. Ja, warum ist es das schwächste Beweismittel? Ja, weil eben im Grunde meistens Aussage gegen Aussage stehen wird. Und hier in den meisten Fällen sollten die Parteien natürlich ihren Vortrag schlüssig darlegen. Dann wird es hier schwierig werden, etwas festzustellen oder eben nicht. Dann gibt es die sogenannten Urkunden, ja, um beweisen zu können, dass G von H noch eine Vergütung von 2.222 Euro für die Reparatur eines Waschbeckens bekommt, legt G dem zuständigen Gericht den von G und H unterzeichneten Werkvertrag vor. Ja, Urkunden sind hier in diesem Falle insbesondere Schriftstücke, die eben etwas beweisen, ja, in diesem Falle, dass eben ein Werkvertrag zustande gekommen ist. Und Zeugen, I möchte von J die Herausgabe eines Autos haben, um beweisen zu können, dass I der Eigentümer des Autos ist, wird die Mutter der I, die M, während der mündlichen Verhandlung geladen. Das heißt, Zeugen sind Personen, also außenstehende Dritte, die eben in diesen Prozess geladen werden, insbesondere bei mündlichen Verhandlungen, und dort eben vernommen werden, um etwas zu beweisen. Ja, in diesem Falle, dass eben I der Eigentümer ist, das soll hier von der Mutter bewiesen werden, ja. Vielleicht hat sie ja irgendwas mitbekommen oder sonst irgendwas und soll dann hier eben vernommen werden. Dann bleibt uns jetzt noch die Frage, nachdem wir uns die Beweismittel angeschaut haben, also wie kann man eine Tatsache beweisen vor Gericht, dass das Gericht eben sagt, okay, der Kläger, ja, der hat hier schlüssig dargelegt und auch bewiesen, dass die Tatbestandsmerkmale zum Beispiel eines Kaufpreiszahlungsanspruchs bestehen und wird dann regelmäßig logischerweise zugunsten des Klägers entscheiden.
Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ja, welche Tatsachen müssen denn eigentlich bewiesen werden? Und das ist eigentlich eine Frage, die ja offensichtlich ist. Ja, also es müssen im Grunde die Tatsachen bewiesen werden, welche auch strittig sind. Tatsachen, welche nicht strittig sind, ja, welche eben unstrittig sind oder offenkundig sind, die gelten als gegeben. Also die müssen nicht nochmal bewiesen werden. Als Beispiel, Hans-Joachim H. verklagt Jutta J. auf die Herausgabe eines Hundes namens Hasso. Da J. zugibt, dass sich der Hund in ihrem Besitz befindet, muss nicht mehr bewiesen werden, ob der Hund sich tatsächlich in ihrem Besitz befindet oder eben nicht. Ja, logischerweise, denn da die J. selbst sagt, ja, der Hund ist bei mir, aber es ist mein Hund, ich bin die Eigentümerin, dann muss nicht mehr bewiesen werden, dass in diesem Falle der Besitz am Hund hier bei der J. ist, also der unmittelbare Besitz. Es muss hier lediglich geschaut werden, ist J. die Eigentümerin, ja, weil dann hätte H. logischerweise keinen Anspruch auf Herausgabe dieses Hundes. Das Ganze regelt § 288 Absatz 1 ZPO, ich lese vor. Die von einer Partei behaupteten Tatsachen bedürfen insoweit keines Beweises, als sie im Laufe des Rechtsstreits von dem Gegner bei einer mündlichen Verhandlung oder zum Protokoll eines Beauftragten oder ersuchten Richters zugestanden sind. So. Dann gibt es solche Tatsachen, zu denen sich eine Partei nicht äußert nach § 138 Absatz 3 ZPO. Also mal angenommen, wir haben eine Partei, die behauptet, ja, zwischen mir und B ist ein Kaufvertrag zustande gekommen. Sollte jetzt B nichts zu diesem Kaufvertrag sagen, also sollte B jetzt nicht sagen, nee, Moment, wir haben keinen Kaufvertrag geschlossen, dann gilt der Kaufvertrag als Tatbestandsmerkmal hier als gegeben. Ja, also wenn etwas nicht bestritten wird. Ja, wenn wir uns jetzt nochmal auf unser Beispiel von oben beziehen, Hans-Joachim H. verklagt Jutta J. auf die Herausgabe eines Hundes namens Hasso. Da J. sich nicht dazu äußert, ob sich der Hund tatsächlich bei ihr befindet oder nicht, gilt dies als angenommen, logischerweise. Und § 138 Absatz 3 ZPO sagt uns dort, Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht. Des Weiteren müssen auch offenkundige Tatsachen nicht bewiesen werden. Wann sind Tatsachen offenkundig? Offenkundig sind solche Tatsachen, welche von einer Vielzahl von Menschen wahrgenommen worden sind und allgemein bekannt sind. Als Beispiel, Alexandra A. möchte von Basti B. Schadensersatz in Höhe von 1.111 Euro haben, da B. bei einem Dürener Stadtfest eine Bierflasche an den Kopf geworfen haben soll. B. behauptet, dass ein solches Stadtfest niemals stattgefunden habe. Ja. So, es ist ja evident hier in diesem Falle, ja, wenn wir ein Stadtfest haben und jemand streitet ab, dass dieses Stadtfest stattgefunden hat, obwohl es einer Vielzahl von Menschen bekannt ist, man kann es wahrscheinlich sogar googeln, man kann Bilder davon sehen oder sonstiges, ist ja klar, dass diese Tatsache hier nicht mehr bewiesen werden muss. Ja, das regelt § 291 ZPO, Tatsachen, die bei dem Gericht offenkundig sind, bedürfen keines Beweises. Das sind jetzt hier alles Punkte, welche jedem klar sein sollten, ja, dass eben bei, gerade bei offenkundigen Tatsachen oder bei nicht bestrittenen Tatsachen oder bei unstreitigen Tatsachen, dass dort nichts mehr bewiesen werden muss, ist logischerweise klar. Und ja, das war jetzt wirklich hier nur als Ergänzung für euch, damit ihr wisst, okay, sollte man mal einen Sachverhalt haben, was muss eigentlich überhaupt bewiesen werden an Tatsachen und was nicht. Also gerade die Dinge, die strittig sind, müssen grundsätzlich hier bewiesen werden. Als Beispiel hier nochmal, Hassan H. möchte von Jakob J. die Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 6.000 Euro für einen Spielecomputer haben. J. gibt an, dass ein solcher Kaufvertrag niemals zustande gekommen ist. Logischerweise, ja, was müssten wir jetzt hier prüfen? Wir müssten hier natürlich prüfen, okay, liegt dieser Kaufvertrag vor oder nicht? Weil J. bestreitet ja gegenüber H. und dem Gericht, dass dieser Kaufvertrag zustande gekommen ist. Folglich müssen wir schauen, ist dieser Kaufvertrag zustande gekommen oder eben nicht? Das könnte der H. hier in diesem Falle zum Beispiel über eine Urkunde, also über den Kaufvertrag, beweisen oder zum Beispiel über Zeugen, welche eventuell bei dem Abschluss des Kaufvertrags hier dabei waren. Hierbei gilt noch zu beachten, dass Tatsachen in diesem Falle entweder ausdrücklich konkludent oder aber auch durch eigene widersprechende Tatsachen bestritten werden können grundsätzlich. So, das war's jetzt hier in diesem Video zu den Beweismitteln. Wir haben in diesem Video uns angeschaut, was ist der Beweis? Welche Beweisquellen oder Beweismittel sind im ZPO überhaupt zulässig, haben dort den Saputz oder das Saputz-Merkwort gelernt, sprich Sachverständige, Augenschein, Parteivernehmung, Urkunden und Zeugen. Das sind hier die fünf Beweisquellen oder Beweismittel. Und wir haben uns auch angeschaut, welche Tatsachen müssen grundsätzlich überhaupt bewiesen werden und haben gesagt, offenkundige
und unbestrittene Tatsachen, die müssen grundsätzlich nicht bewiesen werden und gelten hier als gegeben. Ja, ich bedanke mich bei euch mal wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und Zuhören. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten sehen und hören wir uns dann bei dem nächsten Video wieder, wo wir uns dann die einzelnen Rechtsmittel nochmal zusammen anschauen werden aus dem ZPO, je nachdem, bei welcher Instanz wir natürlich sind. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Paragraph 31.